Viertelfinale Spiel 3 zwischen den Löwen Frankfurt und den Dresdner Eislöwen. Und damit herzlich willkommen aus der Eissporthalle Frankfurt. In diesem Duell geht es um Prestige, in diesem Duell geht es um den Einzug ins Halbfinale. Und in diesem Duell geht es daran, den Anschluss nicht zu verlieren, so Matti Tiilikainen im Vorfeld dieser Partie. Und wir gucken auf die Playoff-Stände, da sehen wir 2-0 führen die Eislöwen, 3-0 jetzt also auch schon die Führung des ESV Kaufbeuren. Ravensburg für 2-1 gegen den IHC Freiburg und die Tölzer Löwen konnten in der dritten Partie das Heimrecht aus Heilbronn entführen. Also, und damit brauchen wir noch eine dritte Partie zwischen den Löwen und den Eislöwen. Und die werden wir heute sehen. Und wir blicken natürlich auf die Aufstellung der Mannschaft von Rico Rossi. Da wird Marco Eisenhut heute vor Rico Elenius im Tor starten. Alexander Dotzler, Steve Hanusch, Arno Upleger, Kevin Lavallee, Sebastian Zauner und René Kramer in der Verteidigung. Und unverändert auch die Offensivaufstellung. Peter Pohl, Nick Hurt und John Knackstedt, Toni Ritter, Mario Lamoureux und Dale Mitchell, Timo Walter, Tom Knobloch, Thomas Biermeier und Niklas Jentsch, Steven Rupprich und Tim Heiter. So also soll es weitergehen, denn mit dieser Aufstellung waren die Eislöwen zuletzt sehr erfolgreich. Frankfurts Matti Tiilikainen hat wieder gewechselt auf der Torhüterposition. Jimmy Hertel wird heute den Vorrang bekommen vor Patrick Klein. Dann David Suvanto mit Maximilian Faber, Markus Kankanpere, Leon Hüttel und Marius Erk zusammen mit Alex Roach. So die Verteidigung bei den Löwen Frankfurt in einem Sturm. Rope Ranta, Steven McCullough und Adam Mitchell zusammen mit Maximilian Eisenmenger, Martin Buchwieser, Eduard Lewandowski, Lukas Koziol, Manuel Strodl und Mike Mischkowski. Und in der nominell vierten Reihe Darren Mischkowski, Luis Schinko und Magnus Eisenmenger. So also soll diese Partie heute gewonnen werden. Und wer sie am Ende gewinnen wird, Frankfurt oder Dresden, das erfahren wir jetzt in der Partie, die wir reingehen. Drittes Viertelfinale der DEL2-Playoff zwischen den Löwen Frankfurt und den Dresdner Eislöwen. Und wir gehen rein und damit noch einmal herzlich willkommen aus der Eissporthalle Frankfurt und dem dritten Viertelfinal zwischen den Löwen Frankfurt und den Dresdner Eislöwen. 2-0 steht es für den Tabellenzehnten der Hauptrunde. Heute Marco Eisenhut, wie angesprochen, zwischen den Pfosten und auf der anderen Seite auf Seiten der Frankfurter. Jimmy Hertel bekommt heute den Vortritt vor Patrick Klein. Es muss eine Änderung her. Es muss ein Sieg her für die Löwen Frankfurt. Aktuell steht es 0-2. Wir haben es eingangs der Partie besprochen. Und ja, die Mannschaft um Matti Tiilikainen, sie ist enorm unter Druck. Heute die dritte Partie. Heute das zweite Heimspiel und heute eine Niederlage, das würde die Frankfurter doch sehr ordentlich zurückwerfen. Und Nick Hurt, der da schon mit viel, viel Elan in den Angriff übergeht. McCauley auf Ruppe, Ranta und der macht das Ding nach Zuspiel von Ranta. Steven McCauley, der Mann mit der 81 und das ging blitzschnell. Schuss von Ruppe Ranta. Eisenhut kann nicht schnell genug parieren. Und dann ist Steven McCauley derjenige, der diese Scheibe hier verwandelt. Der Kanadier, der dreimal in der Quebec Major Junior High School League der Champion wurde. Zweimal Memorial Cup Champion in der Champions Hockey League. Und jetzt also bringt er die Löwen Frankfurt hier in Führung. Und wie wichtig ist das für die Mannschaft, um Matti Tiilikainen hier endlich mal etwas ausrichten zu können. Die Dresdner, und das muss man loben, haben hier wirklich sehr gute Moral gezeigt. Sie haben sich durchgesetzt. Bereits in den Pre-Playoffs gegen den EC Bad Nauheim mit 2 Spielen. Und jetzt also in diesem grandiosen Viertelfinale gegen die Frankfurter bislang hervorragend Paroli geboten. Nur ein Punkt trennten die Eislöwen am Ende des 52. Spieltags von den Lausitzer Füchsen. Und das hätte auch durchaus der Fall sein können, dass man die Pre-Playoffs gar nicht erreicht. Und so hat man sich durchgekämpft auf Seiten der Dresdner Eislöwen. Rico Rossi, der hat da ordentlich Arbeit geleistet. Und der Marius Erk, einer, der ja zuletzt verlängert hat, am 22. April bekannt gegeben,
dass er seinen Contract verlängert. Und was für ein Abschluss von Alexander Dotzler. Vom Bulli weg. Lamoureux holt sich den Puck. Spielt ab auf Dotzler. Und der eiskalt Jimmy Hertl erwartet die Scheibe da tief. Dotzler verzögert noch. Spielt dann den Puck oben links ins Eck. Aus Sicht des Keepers. Und dann keine Abwehrchance für Jimmy Hertl. Und das war der Ausgleich der Dresdner Eislöwen, die damit nach 4,5 gespielten Minuten die Euphorie der Frankfurter hier erstmal wieder etwas bändigen. Klasse Duell, der erste gegen den 10. Und die Playoffs, wir sagen es immer wieder, das sind völlig neue Geschichten. Das sind völlig neue Aufeinandertreffen. Kankanpera. Hüttl. Wieder auf Kankanpera. Martin Buchwieser. Der lässt sich jetzt ein bisschen Zeit. Frankfurter gerade am Wechseln. Und so hält man die Scheibe zumindest für den Augenblick drin. Hubleger. Und wieder Dresden. Hubleger. Und Hüttl kommt da vor Thomas Bielmeier an die Scheibe. Und auf der anderen Seite ist das Maximilian Eisenmenger. Mit der 41, Magnus Eisenmenger mit der 14. Verdrehte Zahlen, genauso wie beim Torhütergespann der Löwen Frankfurt. Jimmy Hertl trägt die 92, während Patrick Klein die 29 auf dem Trikot trägt. Und Bielmeier. Der erfahrene Bielmeier der Dresden in dieser Saison mit seiner Erfahrung zur Seite stand. Jetzt auf der anderen Seite Koziol setzt sich da durch gegen zwei Verteidiger, gegen Uplegger. Mischkowski wird am Schuss gehen, dann aber Strodel. Der kommt da wieder dran, Manuel Strodel. Und Frankfurt erneut in Führung. Das macht er ohne Assist. Und wie wichtig ist dieser Führungstreffer der Löwen? Hier Dresden, die Zuordnung nicht ganz optimal. Man bekommt die Scheibe nicht weg. Manuel Strodel schaltet als Erster, holt sich den Puck. Und so schnell kann Marco Eisenhut da überhaupt nicht parieren. Wieder also die Führung für die Frankfurter Löwen. Und was für eine Partie. Knappe 12 Minuten gespielt. 2:1 für die Gastgeber. Und Halter. Aber Dresden, sie wissen, was sie können in dieser Saison. Dresden weiß, woran man aufbauen kann. Rupprich. Und man hat den Top-Favoriten bereits zweimal geschlagen in diesen Playoff-Viertelfinals. Und das würde man ganz gerne auch ein drittes Mal. 3:2 und 3:1, so hießen die Ergebnisse bislang in diesen Playoffs. Und noch 6 Minuten im Durchgang. Nummer 1 Mitchell mit der nächsten Gelegenheit. Aber die Parade von Marco Eisenhut. Timo Walter als Abgang bestätigt zu den Thomas Sabo Ice Tigers. In der kommenden Saison. Steven McCauley holt sich den Puck. David Suvanto und Roperanta, der da im Slot wartet, aber die Scheibe zu spät sieht. Und Glück für Dresden, denn Frankfurt macht diese Partie wirklich druckvoll. Maximilian Faber, David Suvanto, Steven McCauley, wieder der Schuss von Suvanto. Und Dresden kann sich in der ersten Viertelstunde hier kaum aus den Fängen der Löwen befreien. Sie machen Druck und man spürt, dass heute der Anschluss her soll. Matti Tiilikainen hat vor der Partie auf seine Mannschaft nochmal eingewirkt. Man muss heute zu Hause den ersten Sieg einfahren, denn 0:3 in dieser Serie, das wäre das absolute Bitterste, was man hier erreichen könnte. 3:1, Luis Cinco. Frankfurt schlägt erneut zu.
Und was ist heute los mit diesen Löwen Frankfurt? Der junge Luis Schinko, 19 Jahre jung, in Landshut geboren, auch er trägt in der kommenden Saison das Trikot der Löwen Frankfurt. 20 Mal konnte er scoren in der Hauptrunde in 44 Partien. Letzte Saison mit dem EV Landshut in der Oberliga aufgestiegen, in den Playoffs 15 Partien absolviert, 9 Punkte gemacht und dann haben die Löwen zugeschlagen, also auch in dieser Saison durch den Aufstieg Landshuts gegen seinen Ex-Club gespielt, Luis Schinko, der 7-mal für die U20-Nationalmannschaft aufgelaufen ist. In der vergangenen Saison 2 Punkte erzielt. Und er kann sich und konnte sich entwickeln bei den Löwen Frankfurt, die hier fulminant mit 3:1 in Führung liegen. 1:40 auf der Uhr. Dresden wie überfahren im ersten Durchgang. Aber wenn uns eins diese Sportart gelehrt hat, dann das bei diesem Spielstand zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts entschieden ist. Hier gerade im Bild Kapitän Thomas Bielmeier, 33 Jahre alt, 409 DEL-Partien absolviert, davon 24 Playoff-Spiele. Und Dresden bemüht. Dotzlers Ausgleich. Der hat nur kurz wieder für etwas Aufwind gesorgt. Frankfurt heute druckvoll. Frankfurt heute effektiv. Und damit gehen wir mit der 3:1-Führung in die erste Drittelpause und nach einer kurzen Unterbrechung zurück zum Mittelabschnitt. Auch hier gerade in der Wiederholung nochmal schön zu sehen. Der Schuss war abgeblockt. Dann eben Eisenhut schon aus seiner Position rausgerückt. Und dann der Rückhandschuss, der den Treffer dann erzielt hat. 9:8 die Schussstatistik. Also Frankfurt heute definitiv extrem effektiv. Von den Bullies her, die Dresdner haben da etwas die Oberhand. Die Zeit in der Offensive und die Passstatistiken relativ ähnlich. Aber Dresden eben mit dem 1:3 Rückstand. Und wir gehen rein in den Mittelabschnitt. Und schauen drauf, wie werden die Löwen aus Frankfurt diese Partie weiter bestimmen? Oder aber kann sich Dresden hier zurückkämpfen? Das ist die große Frage. Faber. Das ist Jordan Knackstedt, Nick Hurt und Petr Pohl natürlich mit auf dem Eis. Das ist Stefanos, Verteidiger Jordan Knackstedt. Und wenn man hier früh im Spiel, im zweiten Abschnitt, den Anschlusstreffer erzielt, Petr Pohl, dann kann man hier wieder aufatmen. Und so schnell geht's. Nick Hurt und Stefanos mit der Hereingabe. Und dann aber schön vorbei an der Verteidigung. Und Petr Pohl, der lässt sich das natürlich nicht entgehen. Der Deutsch-Tscheche. Wieder der Treffer. 2004 von den Columbus Blue Jackets gedraftet. Den Sprung in die American Hockey League hat er geschafft, aber in die National Hockey League, dafür hat es am Ende nie gereicht. Das wird ihm mittlerweile völlig egal sein. Hier kann er sich sehr gut entfalten, Petr Pohl. Und Marco Eisenhut. Und so stellen wir uns die Playoffs vor. Spannung pur. Effektivität in der Offensive und kämpfende Mannschaften sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Frankfurt mit der Scheibe, bis Hanusch dazwischen geht. Knackstedt auf Hurt. Und Dresden fängt sie, Knackstedt. Und Jimmy Hertel muss da dran. Also, jetzt auf einmal die Dresdner im zweiten Durchgang mit viel Power in den ersten knapp 5 Minuten. Frankfurt darf sich da nicht aus der Reserve locken lassen.
Lewandowski, David Suvanto, Leon Hüttl, wieder Suvanto, abgefälscht. Und Mitchell, der die Scheibe reinbringt auf Toni Ritter. Und der zieht nur knapp am Tor vorbei. Weltgelegenheit für den Bad Muskauer, der die letzten drei Seasons für die Kösslaskis aufs Eis gegangen ist. Oh, gute Zweikampfmöglichkeit. Nischkowski, aber Marco Eisenhut. Schöner Zweikampf da von Nischkowski. Mike Nischkowski mit der 48. Darren Nischkowski mit der 18. Nur für die Unterscheidung. Kakan Peras Schuss wird da schon im Ansatz entschärft. Kevin Lavallee, Mitchell. Und die Hälfte des Mittelabschnitts schon fast wieder vorbei. Leon Hüttl, Mike Nischkowski, Markus Kakan Pera. Einer der Dienstältesten im Trikot der Löwen Frankfurt. Scheibe nochmal gefährlich reingebracht. Und Toni Ritter hatte die Möglichkeit zum Ausgleich auf der Kelle. Kurziol auf Markus Eisenmenger. Das war natürlich Magnus, nicht Markus, Verzeihung. Walter. 8 Minuten noch. Nochmal die Eislöwen. Mitchells Schuss wird vom Anfang an bereits entschärft. Wieder die Löwen. Querpass gut auf Magnus Eisenmenger. Der kommt nicht durch. Wieder gut verteidigt. Die Abwehr steht. Frankfurt im Mittelabschnitt relativ ungefährlich. Die ein oder andere Gelegenheit. Aber Dresden ansonsten hochkonzentriert. Wieder rangekommen. 2:3 nur noch. Marius Erk, Eisenmenger. Der Schuss wieder geblockt. Und Bielmeier versucht da alleine den Konter zu fahren. Alex Roach. Keine 5 Minuten mehr. Frankfurt wird zum jetzigen Zeitpunkt die Pause sehr, sehr gut tun, denn Dresden dominiert die zweite Hälfte des Mittelabschnitts. Mitschkowski setzt sich da wieder nicht durch. Dotzler gut aufgepasst. Heiter. Und es laufen die letzten 3 Minuten im Mittelabschnitt. Faber im Zweikampf verliert er. Heiter, wieder die Gelegenheit. Die Löwen wie paralysiert nach dem 2:3. Überlassene zweites gehen den Dresdner. Das Spielfeld, die Pässe, sie stimmen nicht mehr. Viele, viele Fehlpässe im Aufbau. Rupprich, Jens. Und man kann hier wirklich vom Glück reden, dass es momentan noch 3:2 für das eigene Team steht. Mitchell nochmal. Und vielleicht gibt es doch nochmal den Dolchstoß vor Ende des zweiten Durchgangs. Knackstedt, Rupprecht, oh, auf der anderen Seite ist denn das zu fassen. Und Dresdens Offensivkraft wird belohnt. Steven Rupprecht, 4 Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts. Und die Eislöwen, sie kommen zurück. Nach 1:3. Und man hat es aber gespürt. Dresden mit viel Power, mit viel Elan hat man in diesem Mittelabschnitt aufgespielt. Konnte die Frankfurter weitestgehend ins eigene Drittel zurückdrängen. Hat immer wieder offensiv agiert. Frankfurt kaum zu sehen im Mittelabschnitt. Und jetzt steht es 3:3. Und das kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt der Frankfurter. Kurz vor der Pause. Und wie wird man darauf reagieren? Drittes Drittel. Und es steht unentschieden. Und wir sehen uns nach einer kurzen Unterbrechung zurück zum alles entscheidenden Schlussabschnitt. Zu 13 Schüsse. Dresden zurückgekommen, auch die Offensivzeit. Nur noch 5 Sekunden Unterschied. Aber die Bullies, es ist, man sieht es hier, wirklich alles sehr ausgeglichen. Dementsprechend das 3:3 geht
eigentlich in Ordnung. Allerdings hat man auf Frankfurter Seite hervorragend begonnen. Und genauso wie man beginnt oder begonnen hat, genauso stark hat man dann im Mittelabschnitt nachgelassen. Jetzt also bei einem Unentschieden beginnt man den Schlussabschnitt. Und hier muss die Mannschaft um Matti Liikainen wieder hochkonzentriert aufs Eis gehen. Ansonsten holt Dresden möglicherweise den dritten Sieg in diesem Playoff-Viertelfinale. Faber, Suvanto, Operanta, Mitchell, McCauley in der Mitte. Dresden stellt die Anspielstationen immer hervorragend zu und auch hier misslingt der Passversuch. Dresden auf der anderen Seite. Zielstrebig in die Offensive. Dotzler, Mitchell dazwischen. Steven McCauley. Der hat jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit mit in die Offensive. McCauley mit der Rückhand. Aber relativ ungefährlich für Marco Eisenhut. Mitchell auf Pohl. Zähe Serie aus Sicht der Frankfurter. Wirklich bissige Eislöwen, die den Frankfurtern hier die Hölle auf Erden bescheren. Und das ist der 4:3-Treffer von Petr Pohl. Dotzler und Mitchell mit dem Assist. Und Dresden geht nach 1:3 in Führung. Ja, ist das denn zu glauben? Frankfurt völlig von der Rolle. Und der Schuss zum 4:3. Und es ist still in der Halle. 3:1 hat man Ende des ersten Abschnitts geführt. Und jetzt, zu Beginn des Schlussabschnitts, führen die Gäste mit 4:3. Und der Druck auf die Frankfurter damit riesengroß. Heute die Niederlage. Heute das 0:3 in der Serie. Und das wird ganz schön schwer in Spiel 4 in Dresden. Bisschen weniger als 14 Minuten noch. Noch ist nichts erledigt. Noch ist diese Partie nicht entschieden. Aber Dresden zeigt sich erneut kämpferisch. Dresden zeigt sich hier erneut absolut abgezockt. Und das setzt sich auch in den Köpfen der Frankfurter fest. Man hatte sich so viel vorgenommen heute. Hat das auch gut umgesetzt zu Beginn dieser Partie. Aber wieder knicken die Frankfurter ein. Cancampera. Scheibe abgefälscht. Kevin Lavallee. Fehler im Aufbau jetzt. Dresden zu zaghaft. Und Martin Buchwieser, der da die Scheibe noch in Richtung Eisenhut bekommt. Und das sind die Szenen, die man jetzt braucht auf Frankfurter Seite. Lewandowski mit der nächsten Gelegenheit. Vielleicht doch nochmal das Aufbäumen auf Frankfurter Seite. Lavallee auf Bielmeier. Der spielt zurück auf Upleger. Walter. Und wieder die Eislöwen in Angriffsformation. Kommen da relativ gut durch die Verteidigung. Aber Markus Cancampera. Kurziol. Der hat Raum, hat Platz. Und wieder der Fehlpass. Das sind diese einfachen Dinge des Eishockeys, die bei den Frankfurtern momentan misslingen. Alex Roach, Mischkowski, wieder Cancampera, Scheibe, wieder in Richtung Jimmy Hertel. Wo ist das Selbstvertrauen der Frankfurter hin, dass man in dieser Saison so vehement gezeigt hat? Wo ist die Heimstärke hin? Die Löwen Frankfurt, stärkstes Heimteam. 62 Punkte von 95 holte man zu Hause. Dresden auch nur, ja, zweitschlechtestes Auswärtsteam. Aber hier in den Playoffs sieht das wieder anders aus um Mischkowski. Aber da war der Winkel zu spitz. Die Scheibe auf der Grundlinie quasi hinter Marco Eisenhut vorbei. Frankfurt. Noch ist man nicht geschlagen. Harter Check da von Rupprich.
Also auch die physische Präsenz der Eislöwen, die stimmt. Und nochmal Mischkowski. Strodel in der Mitte. Der Schuss zu ungefährlich. Hört. Die Zeit wird ein Faktor. Keine 5 Minuten mehr. Und wieder Dresden über Petr Pohl. Gut festgesetzt. Alex Roach. Lange Scheibe auf Eisenmenger. Aber wieder Frankfurt zu zaghaft. Wo ist der Heranrücker? Schuwanto. Scheibe liegt nicht mehr frei. Knackstedt. 2,5 Minuten noch. Kann Dresden hier den dritten Sieg holen? Das wäre der absolute Wahnsinn. Mischkowski auf Luis Schick und er hat heute schon getroffen und er macht das so wichtige 4:4. Luis Schick mit dem Ausgleich für die Frankfurter. 1:40 vor Ende des Spiels. Und das ist so, so wichtig. Ganz, ganz wichtiger Treffer. Und das wissen sie selber, die Mannen von Martti Tiilikainen. 4:4. Und ich glaube, das ist bis jetzt das torreichste Spiel in diesen virtuellen DL2-Playoffs. Und nochmal die Eislöwen. Dortzler. Man will hier nicht in Overtime. Man will diese Partie nach regulärer Zeit entscheiden. Toni Ritter. Schuss kommt von der blauen Linie. Der war nicht ungefährlich. David Suvanto. Operanta. Mitchell. Ranta mit dem Versuch. Und wenn der hier trifft, dann steht die Halle Kopf. Scheibe geht nochmal zurück. Knobloch. Stefanusch. Und das sind schon sehr gefährliche Schüsse bei beiden Teams. Jetzt haben wir eine Menge Platz. Wieder Rope. Ranta scheitert an Marco Eisenhut. Und das ist wirklich eine spannende Partie bis zum Ende. Beide Teams zeigen sich von der besten Seite. Beide Teams kämpfen. Und vielleicht noch eine Gelegenheit für die Löwen. Ruppe Ranta bringt die Scheibe nochmal auf Eisenhut, aber nach 60 Minuten steht es hier 4:4. Und wir müssen also in die Overtime. Frankfurt oder Dresden, wer holt sich Spiel 3? Wer holt sich diese Partie? Entweder Dresden mit dem 3:0 oder Frankfurt mit dem Anschluss, mit dem 1:2 in der Serie. Schüsse. Es ist weiterhin relativ ausgeglichen in der Offensive. Allerdings Dresden weitaus mehr präsent als die Löwen Frankfurt. Am Ende ist es aber vollkommen egal. Am Ende sind es die Tore, die zählen. Und eines brauchen die Teams jetzt noch. Ein Treffer entscheidet hier über Sieg oder Niederlage. Frankfurt holt sich das Eröffnungspulli in Overtime. David Suvanto. Und es wäre natürlich denen am liebsten, wenn man hier das schnell zu Ende bringt. Aber dann beide Teams, beide Spieler holen die Scheibe nicht. Und das ist das Tor. Dresden gewinnt die Partie und geht mit 3:0 in Führung. Aber was für ein bitteres Ding vorne für Frankfurt. Da lassen beide Spieler die Scheibe durch. Und Pohl lässt sich diesen Konter natürlich nicht entgehen. Und jetzt ein Sieg für Dresden, 3:0 in der Serie. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen sehr freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.